Wie du sicher bemerkt hast, bist du leider verstorben. Ich ließ versehentlich einen Blitz auf die Erde niederfallen, mein Sohn. Das tut mir wirklich leid. Nicht im Traum hätte ich gedacht, er könnte jemanden treffen. Ach so? Ja, Mochizuki? Toya. Mochizuki Toya. Ja, genau. Mochizuki Toya. Du nimmst das sehr gelassen auf. Ich habe eher damit gerechnet, dass dich die Todesnachricht aus der Fassung bringen würde. Wahrscheinlich habe ich es einfach noch nicht realisiert. Es fühlt sich eher an wie ein böser Traum. Aber wenn es tatsächlich so ist, kann ich es eh nicht ändern. Klingt sehr vernünftig. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, schon mit 15 zu sterben. Und jetzt? Was passiert nun weiter mit mir? Du wirst nun wiedergeboren. Ach, was, wirklich? Ja, ja. Nur in dein altes Leben kann ich dich leider nicht mehr zurücklassen. Es gibt strenge Vorschriften. Deshalb bringe ich dich in eine andere Welt. Na gut, einverstanden. Echt jetzt? Bist du sicher? Ich verstehe durchaus eure Bedenken. Die Hauptsache ist doch, ich werde wiedergeboren. Großvater hat immer gesagt, man soll bei Fehlern anderer ein Auge zudrücken. Du bist sehr weise für dein Alter. Sag mir, gibt es etwas, womit ich mein Missgeschick wieder gut machen kann? Wieder gut machen? Gibt es etwas, was du gerne hättest? Was ich gerne hätte? Ja. Ist es möglich, das hier in der neuen Welt zu verwenden? Das Ding da? Ach, dachte ich mir schon, ist bestimmt nicht möglich. Ich könnte es ja eh nicht aufladen. Nein, nein, gar kein Problem. Die Batterie lässt sich mit Hilfe von Magie aufladen. Mit Magie? Und das funktioniert wirklich dort in dieser anderen Welt? Natürlich, dort funktioniert alles mit Magie. Du wirst es sicher schnell beherrschen, die Magie zu nutzen. Bist du sicher, dass du nur den einen Wunsch hast? Ja, das ist alles. Ach, ein Moment, wenn es denn funktioniert, kann ich mit meinem Smartphone dann auch noch in meiner alten Welt anrufen? Nein, das geht nicht. Du hast keinen Kontakt mehr. Aber du kannst damit bestimmte Dinge ansehen und lesen. Außerdem hast du ja die Möglichkeit, mich jederzeit anzurufen. Ach gut, ich verstehe. Dann machen wir es genauso. Also die neue Welt? Gut. Wenn ich diesem Weg folge, treffe ich sicher auf Menschen. Ja, Mochizuki? Oh, habe ich dich direkt erreicht? Bist du gut angekommen? Ja, es geht so. Ich habe nämlich noch vergessen zu erwähnen, die Karten und das Navi in deinem Smartphone sind an die neue Welt angepasst. Das ist ja wunderbar. Das wird mir sehr helfen. Ich war mir nicht sicher, in welche Richtung ich gehen muss. Mit Hilfe der Karten solltest du ohne Probleme in eine Stadt gelangen. Na dann, ich wünsche dir Glück. Er hat sich echt als Gott abgespeichert.
Nach Westen? Ich habe weder Wasser noch Nahrung. Selbst wenn ich es in eine Stadt schaffe, wird mir das Geld aus meiner alten Welt wohl kaum weiterhelfen. Hey, du! Wer bist du denn? Was ist denn? Sie können meine Sprache verstehen? Woher in drei Teufelsnamen hast du bitte diese Klamotten? Würdest du sie mir wohl bitte verkaufen? Ich biete dir einen vorzüglichen Preis. Na komm, steig schon aus. In meinem Geschäft besorgen wir dir neue Kleider. Oh ja. Ich kann diese Schrift nicht lesen. Willkommen zurück, mein Meister. Danke. Mädels, sucht für diesen jungen Mann hier passende Kleidung aus. Ach, der Laden gehört ihm. Was ihm wohl stehen mag. Hey, mein Freund. Was? Oh. Ich werd verrückt. Verkaufst du mir diese Sachen auch noch? Er will mein letztes Hemd. Wenn du noch mehr von dieser Kleidung hast, bring sie gern bei mir vorbei. Ja, gern. Ach, eine Frage. Können Sie mir in dieser Stadt eigentlich auch ein nettes Gasthaus empfehlen? Ich brauche nämlich dringend einen Schlafplatz, bevor die Nacht hereinbricht. Aber sicher doch. Du findest ein Gasthaus, wenn du von der Hauptstraße rechts abbiegst. Dann einfach weiter geradeaus. Es heißt Silbermond. Ich danke Ihnen vielmals. Gasthaus Silbermond. Aha. Auf dem Schild steht Fashion King Sarnak. Schon wieder was gelernt. Was für ein Glück ich doch habe. Sieh her, da ist ein ziemlicher Kratzer. Deshalb nur einen Silbertaler. Hier, nimm. Nur einen Taler? So ein winziger Kratzer zählt doch noch lange nicht als Beschädigung. Aber Schwester... Vergiss es. Ich will kein Geld. Gib mir sofort mein Geweih zurück. Hey, Kleine, so läuft das nicht. Das Geweih gehört jetzt mir. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Hättet ihr kurz Zeit? Wer bist du denn? Und was willst du hier? Ganz ruhig. Eigentlich wollte ich nur mit den beiden Mädchen da reden. Ach, nur mit uns? Ich wollte fragen, ob ihr mir das Geweih für einen Goldtaler verkauft. Klar doch. Sehr gut. Ja. Was? Was soll das werden? Na was wohl? Dieses Geweih gehört jetzt mir. Bastard! Ich werde nun deine Standardfähigkeiten verstärken. Du kannst jederzeit auf sie zugreifen. Dadurch stirbst du nicht, außer es geht mit dem Teufel zu. Ist ja krass. Alles wie in Zeitlupe. Hier, euer Goldtaler. Ganz sicher? Uns hilft es weiter, aber dir? Kein Problem, ich bin doch derjenige, der es kaputt gemacht hat. Ist schon gut, nehmt ihn ruhig. Ich wollte sie damit eigentlich nur ablenken. Aber bei diesen Weicheiern hätte ich mir das sparen können. Na gut, wenn das so ist. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich bin Else Shilueska. Und das ist meine Zwillingsschwester Lindsay Shilueska. Ich möchte dir nochmals sehr danken. Mein Name ist Mochizuki Toya. Mochizuki? Ein ungewöhnlicher Name. Oh, mein Vorname ist Toya und Mochizuki mein Nachname. Aha, die Namen sind also genau umgedreht. Kommst du aus Eshin? Eshin? Oh, ja. Und weshalb bist du hier in der Stadt? Naja, zunächst einmal suche ich das Gasthaus Silbermond. Was ich danach mache, weiß ich noch nicht genau. Gasthaus Silbermond? Aber genau dort übernachten wir beide ja auch. Echt? Wären wir. Ich möchte ein Zimmer für einen ganzen Monat mieten. Sehr gerne. Bist du jetzt fertig? Ja, tut mir leid, dass ihr warten musstet. Oh, ihr kennt euch bereits? Aber ja, er hat uns gerade gerettet. Nicht schlecht. Ihr habt euch also gleich einen Kerl geangelt? So ist das überhaupt nicht. Also es war so. Die beiden Männer von vorhin hatten uns angeheuert, um das Geweih des Kristallhirschs hierher zu transportieren. Das lief leider schief. Ich hab dir ja gesagt, dass ich von Anfang an dagegen war. Aber du wolltest ja mal wieder nicht auf mich hören. Vielleicht sollten wir besser nur seriöse Anfragen wie die von der Gilde annehmen. Sollten wir uns dort mal registrieren? Ich denke, das wäre gut. Sicherheit geht vor.
Wir machen das gleich morgen. Die Gilde? Ist das hier die Jobvermittlung? Hey, darf ich vielleicht morgen mit euch beiden dahin gehen? Ich denke, ich sollte mir auch eine Arbeit suchen. Aber sicher, wir gehen zusammen hin. Als Dank werden wir dir den Weg dorthin zeigen, nicht? Ja. Das ist klasse. Die Band löst sich also auf? Was an einem einzigen Tag so alles passieren kann. Ich verstehe kein einziges Wort. Ich muss dringend lesen und schreiben lernen. Hey, was hältst du davon, Lindsay? Hm? Die Belohnung ist gar nicht übel und so schwer scheint es nicht zu sein. Das hört sich doch sehr gut an. Und, hast du was Passendes gefunden? Ich? Ja. Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, was da eigentlich steht. Wie bitte? Sag bloß, du kannst nicht lesen. Seht mal, hier steht, dass im Wald Monster erlegt werden sollen. Es geht um 5 Einhornwölfe. Die Belohnung beträgt 18 Kupfertaler. Wollen wir drei das nicht vielleicht zusammen erledigen? Du bist stark, das wäre doch super. Einverstanden. Sehr gut. Dann melde ich uns gleich dafür an. Was hast du denn? Naja, ich habe gar keine Waffen. Ach. Stimmt. Danke nochmals. So, haben wir jetzt alles zusammen? Ja. Gut, dann bildest du die Nachhut und ich die Vorhut, wie immer. Und Toya wird mit mir die Vorhut bilden. Okay. Ist das ein Schwert aus Eschen? Ja, genau. Und verlier nicht den Ausweis der Gilde. Ist ein Riesenaufwand, einen neuen Ausweis ausstellen zu lassen. Komm zu mir, Feuer. Roter Steinhagel. Feuer, Brille! Abgefahren! War das etwa Magie? Toya, du hast es echt drauf. Wir sollten 5 Einhornwölfe erlegen und wir haben dank dir sogar 6 erlegt. Ja, ich kann den Empfang von 5 Einhornwolfshörnern hiermit bestätigen. Und was ist mit diesem Horn hier? Das wollte ich als Andenken an unseren ersten gemeinsamen Auftrag behalten. Kann ich verstehen. Dann gebt mir doch bitte noch eure Ausweise zurück. Und hier die Belohnung von genau 18 Kupfertalern. Damit ist euer Auftrag abgeschlossen. Gute Arbeit, Herrschaften. Ich bin froh, dass du uns geholfen hast. Denn zu zweit hätten wir das wohl kaum geschafft. So als Team sind wir doch unschlagbar. Denn es gibt bei uns wahrlich nicht sehr viele Männer, die mit meiner Schwester mithalten können. Ehrlich gesagt, war ich doch schon ziemlich aufgeregt. Und ich hatte auch nicht mit derartigen Monstern gerechnet. Ach, da fällt mir ein, ich hätte noch eine Bitte an euch. So? Eine Bitte? Mhm. Könnt ihr mir vielleicht Lesen und Schreiben beibringen? Nicht lesen und schreiben zu können, verkompliziert nämlich alles. Besonders, wenn man die Jobangebote lesen will. Wenn das alles ist, Lindsay wird es dir gerne beibringen. Sie ist ziemlich schlau und eine gute Lehrerin. Aber Else, warum musst du denn gleich so übertreiben? Wenn es dir allerdings recht ist, dann... Na klar ist es mir recht, vielen Dank. Ach, wartet, ich hätte da noch eine klitzekleine Bitte. Könntet ihr mich vielleicht auch die Magie lehren? Ich würde nämlich auch gern zaubern können. Was? Wir sollen dich in Magie unterrichten? Hast du denn eine Begabung? Begabung? Naja, eine gewisse erbliche Veranlagung hat einen großen Einfluss. All jene ohne Begabung können Magie nie erlernen, so sehr sie sich auch bemühen mögen. Begabung also? Zugegeben, ich verstehe noch nicht alles. Aber ich bekomme das bestimmt geregelt. Mir hat nämlich jemand versichert, dass ich gut mit Magie umgehen kann. Und wer war das bitte? Na, jemand Einflussreiches. gibt es denn eine Methode, um mich auf Begabungen zu testen? Das hier sind Zaubersteine. Sie verstärken magische Energie, speichern sie und geben sie ab.
Mit ihnen können wir... Warte. Mit Wasser kann ich es gut demonstrieren. Wasser, komm zu mir. Oh. So kann die gespeicherte Magie im Stein aktiviert werden. Diese Zaubersteine reagieren auf meine magische Kraft und erzeugen so das Wasser. Und nun der Test. Wasser, komm zu mir. Das passiert, wenn man keine Wasserbegabung hat. Siehst du, deshalb ist es mir verwehrt, Wassermagie zu nutzen. Also, obwohl ihr Zwillinge seid, kann Elsa es nicht? Auch wenn es so ist, musst du es ja nicht noch betonen. Na gut, auch wenn meine Schwester keine Wassermagie nutzen kann, kann sie aber dafür doch ihren Körper mit Magie verstärken. Und diese Begabung besitze ich leider nicht. Auch für diese Verstärkung braucht es nämlich die richtige Begabung. Denn jeder verfügt über magische Kräfte. Aber ohne eine Begabung können diese Kräfte nicht einfach genutzt werden. Also gibt es einen Weg herauszufinden, ob ich eine Begabung habe oder nicht? Genau. Nimm ihn in die Hand und konzentriere dich auf den Stein. Und dann sage, Wasser, komm zu mir. Wasser, komm zu mir. Oh. Gibt es noch andere Zaubersteine? Ja, die gibt es, aber... Besser, die testen wir anderswo. Feuer, komm zu mir. Komm zu mir, Erde. Komm zu mir, Wind. Komm zu mir, Licht. Komm zu mir, Dunkelheit. Und? Was ist jetzt? Wer zum Teufel bist du? Das ist das erste Mal, dass mir jemand mit 6 Begabungen begegnet. Ich selbst habe nur 3 Begabungen. Und das ist schon recht außergewöhnlich. Und du hast ganze 6? Das ist unglaublich. Oh, was ist denn mit dem Zauberstein? Dieser Stein ist sozusagen ein Nullzauberstein. Und bei dieser sogenannten Nullmagie sind die Zaubersprüche noch nicht festgelegt. Was? Und wie bitte benutzt man sie dann? Zum Beispiel wird die Körperverstärkung meiner Schwester durch das Benutzen des Wortes Boost aktiviert. Auch durch Power Rise wird die Körperkraft weiter verstärkt. Mit dem Zauberwort Gate können so sehr weit entfernte Orte erreicht werden. Echt? Ein Zauber für weit entfernte Orte ist sicher nützlich. Boost ist aber viel nützlicher. Na klar, den Kerlen, die auf mich herabgesehen haben, habe ich damit einen ordentlichen Denkzettel verpasst. Also mit Körperverstärkung. Kein Wunder, dass du so stark bist. Was dachtest du denn? Aber wie findet man nun eigentlich heraus, für welche Nullmagie man begabt ist? Der genaue Wortlaut erscheint einem irgendwann in Gedanken. So ist es. Denn die Nullmagie ist auch persönliche Magie. Und es gibt kaum Menschen, welche dieselbe Magie beherrschen. Dann kann ich also jetzt nicht herausfinden, welche Nullmagie-Begabung ich habe. Doch! Nimm den Stein in die Hand und stell dir einfach vor, du verwendest irgendeine Nullmagie. Auch wenn sich keine Magie aktiviert, sollte trotzdem etwas passieren. Der Stein verändert sich. Er könnte leuchten oder vibrieren. Warum probierst du nicht mal den Geldzauber aus? Den magst du doch so. Ja, ich versuch's mal. Geld! Ja! Klasse! Hat's funktioniert? Es hat geklappt. Wo bin ich? Das ist der Wald, in dem wir heute waren. Mit dem Gate-Zauber kann man überall dorthin gehen, wo man schon einmal war. Du musst an diesen Ort gedacht haben, als du die Magie des Steins aktiviert hast. Ich kann es nicht glauben, dass du alle Begabungen besitzt. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe auch noch nie davon gehört, dass jemand alle Begabungen besitzt. Du bist unglaublich, lieber Toya. Da hatte doch sicher Gott seine Finger im Spiel. Ich befürchte, ich werde hier für Mogelei gelobt. Hey! Darf ich euch kurz bei euren Spielchen stören? Klar, Mika. Was ist denn? Darf ich vorstellen? Das ist Ae. Sie ist eine Freundin von mir. Sie arbeitet zurzeit im Café Parent und... Ja, wisst ihr, ich arbeite gerade an einer neuen Speisekarte für unser Café. Und sie wollte euch Reisende fragen, ob ihr da vielleicht eine tolle Idee habt. Du meinst ein Rezept? Mal überlegen. Mir fällt da spontan nichts ein. Hast du vielleicht eine Idee, Toya? Eine tolle Spezialität aus Aeschen? Oh ja, Toya, das wäre toll, wenn du ein Rezept hättest.
An was für ein Rezept habt ihr denn dabei so gedacht? Ich habe an etwas Leichtes gedacht, so für zwischendurch. Zum Beispiel ein Dessert. Etwas Köstliches, das besonders Damen munden soll. Was essen Damen denn gern? Mal überlegen. Krebs und Eis gehen doch eigentlich immer, oder? Eis? Gefrorenes Wasser? Nein, solches Eis meinte ich nicht. Ich meinte Eiscreme. Eiscreme? Sie scheinen Eiscreme nicht zu kennen. Und was ist das da? Ach, das ist nur ein nützliches, magisches Gerät. Allerdings kann nur ich es nutzen. Seid so gut und fragt mich nicht so viel darüber aus. Mhm. Ae, könntest du dir bitte aufschreiben, was ich dir nun aufzählen werde? Sicher. Süßigkeiten, Süßigkeiten! 3 Eier, 200 Milliliter süße Sahne und... Die Zutaten scheinen sie alle zu kennen. Oh, richtig. Lindsay, beherrschst du die Eismagie? Ja, kann ich. Das ist auch eine Art Wassermagie. Perfekt. Warte, warte. Das interessiert mich aber auch. Wie lecker! Was ist das denn? Es ist kalt und köstlich. Es ist grandios. So etwas habe ich noch nie gegessen. Und was meint ihr? Würden Damen das mögen? Ich meine, entspricht das deinen Vorstellungen? Ja, ich danke dir sehr. Diese Eiscreme passt ganz hervorragend zu unserem Kaffee. Ich werde sie ausprobieren. Ich sollte mir das auch merken. Los, raus damit. Wer bist du wirklich? Und was soll dieses Gerät? Das interessiert mich auch sehr. Streng geheim. Aber dank dem hier konnte ich mich wenigstens bei euch bedanken. Dich bei uns bedanken? Dafür, dass ich die Magie lernen durfte. Ihr wisst schon.